Findest du, das ist Kunst für kranke Hirne? Was weiß ich? Das sagten die Zwillinge, nachdem sie die Verkaufszahlen gesehen haben. Klar, würde sich das verkaufen, wäre dem nicht so. Zwei Provinzlerinnen, ob die eine Metzgerei oder eine Galerie erben, ist das Gleiche. Du kennst meine Meinung zu solchen Installationen. Ich brauche Gesichter, echte Menschen. Ich fühle mich unendlich einsam in so einer Umgebung. Germain, ich bin kurz davor, meine Arbeit zu verlieren. Also komm mir bitte nicht mit deinen Thesen gegen die moderne Kunst. Sag mir lieber, dass diese Zwillinge nichts sind als zwei fucking blöde Kühe. Nun, diese fucking blöden Kühe wollen die Galerie schließen? Sie geben mir einen Monat, um zu beweisen, dass das hier ein zukunftsfähiges Geschäft ist. Um was zu finden, das sich verkauft. Und wenn ich das nicht schaffe, verpachten die den Laden. Dann war's das mit der Galerie. Und bei dir, wie war dein Tag? Bei mir nichts Besonderes. Doch, ein Gespräch mit diesem Jungen. Und? Wir haben uns unterhalten, danach hat er mir seinen Übungstext zu den Adjektiven gegeben. Ja und? Das gleiche wieder. Er hat mir quasi Kapitel 2 gegeben. Tja, wie angekündigt. Fortsetzung folgt. Hast du es hier? Ja. Du willst nicht, dass ich es lese? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Germain, ich lese jetzt seit 10 Jahren die Aufgaben deiner Schüler. Was hältst du davon? Sieht alles sehr banal aus. Eine Küchenuhr und ein Ventilator. Ja, es sind normale Gegenstände, aber so umfunktioniert, dass sie erstaunen. Siehst du zum Beispiel die Uhr? Sie hat 13 Ziffern. Nicht übel. Und das? Hör mal. Was ist das? Psst. Hör zu. Verbale Malerei. Der Künstler schlägt vor, den Kopfhörer an eine Wand zu hängen oder in einen leeren Rahmen. Die Stimme des Malers beschreibt das Bild. Der Betrachter, das heißt der Zuhörer, wird damit zum Mitschaffenden. Er stellt sich das Bild vor. Er projiziert seine Vorstellung auf den leeren Rahmen. Die Bilder haben mal existiert, aber der Künstler hat sie, nachdem er sie beschrieben hat, zerstört. Davon gibt's 13. Mit dieser Installation macht sich der Künstler lustig über die Kulturindustrie, die davon besessen ist, greifbare Gegenstände zu produzieren. Und hier bietet er uns etwas, sagen wir, poetisches, ephemeres, bar jeder Materialität. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob sich das verkauft. Germain, ich habe noch 3 Wochen, dann ist die Vernissage. Ich muss Erfolg haben, sonst werfen mich die Zwillinge raus. Falls du, um die Galerie zu retten, mich nackt ins Schaufenster stellen willst, ich opfer mich gern. Willst du es lesen? Sie steht da, mit müdem Gesicht. Ich weiß, mit welchem Mann sie verheiratet ist. Ich weiß, dass sie keine Kinder hat. Und ihr Mann alles, was sie in ihrer Galerie ausstellt, scheiße findet. Kunst für Perverse. Du bist Claude, habe ich recht? Ja. Sie mustert mich von Kopf bis Fuß. Hatte sie eine andere Vorstellung von mir? Müsstest du nicht im Unterricht sein? Ich habe beschlossen, mit der Schule aufzuhören. Was hast du vor? Nun, fast alle Schüler haben Probleme mit Mathematik. Ich könnte Nachhilfe geben. Bist du sicher? Ja. Ich könnte auch Kataloge für zeitgenössische Kunst schreiben. Einer meiner Lehrer sagt, dass ich sowas gut kann. Ja, ich weiß. Du hast viel Fantasie. Darf ich eintreten? Germain ist nicht da. Ich weiß. Die Gelegenheit, die großen Dichter der französischen Literatur kennenzulernen. Und natürlich will ich euch dazu anregen, zu schreiben, Geschichten zu erzählen. 6, 5, 4 minus, so schlecht sind sie dieses Jahr? Die schwächste Klasse meines Lebens. Ach, hörst dir an. Samstag habe ich eine Pizza gegessen und ferngesehen, Sonntag war ich müde und habe nichts gemacht. Ich hatte von ihnen kein Epos in Alexandrinern verlangt, sie sollten lediglich ihr Wochenende beschreiben. Samstag war ich zum Lernen bei Raphael Lartol. Als ich das Haus erkundete, erregte ein Duft meine Aufmerksamkeit. Der eigentümliche Duft einer Frau aus der Mittelschicht. Findest du es nicht schockierend, dass ein 16-jähriger Schüler sowas schreibt? Nein, nein, das schockiert mich überhaupt nicht. Du hast Talent. 1 minus, obwohl er sich über seinen Freund und dessen Mutter lustig macht. Zurück bei der normalen Familie helfe ich erneut Rafa. Hey, hey! Sollte das eine Parodie werden? Was selten ist, ist, dass jemand möglichst nah an die Figuren kommt. Wieso hast du ins Präsens gewechselt? Für mich wird es unmöglich, im Haus zu bleiben. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich versuche, ihm was beizubringen über Literatur. Du musst dir eine einzige Frage stellen.
Wie geht die Geschichte weiter? Das sind doch Kunstfiguren, John. Die Sache klingt glaubwürdig und von Mal zu Mal gefährlicher. Du bist zu weit gegangen. Sie haben mich doch dazu gedrängt. Vergiss dir doch was. Ich will weiterschreiben. Das geht nicht gut aus. Ich spüre es. Das geht nicht gut aus. Sie haben meinen Sohn öffentlich erniedrigt. Sie haben Scheiße gebaut. Ich habe nur seinen Aufsatz korrigiert. Er manipuliert dich. Du willst ihm was beibringen und er erteilt dir eine Lektion. Ich mache mich auf die Suche nach einem Schluss. Einem Schluss für Monsieur Gemma. Einem Schluss für meinen Lehrer.